Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einem neuen Trainingsvideo. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal wieder, was bei mir gerade Sache ist. Habe jetzt die letzten paar Wochen nicht groß die Möglichkeit gehabt, hier Voiceovers aufzunehmen, weil mein Podcast-Mikrofon in San Jose geblieben ist, zusammen mit dem nicht so wichtigen Gepäck. Also ich habe einen ganzen Koffer mit Kleidern etc. hier in der Hauptstadt von Costa Rica gelassen, um ein bisschen flexibler zu sein beim Reisen, sind jetzt aber wieder zurückgekommen und auch schon wieder auf dem Weg nach Tamarindo zusammen mit Patrick und Brosep. Deshalb gibt es jetzt hier ein kleines Wrap-up, was ist bei mir so gegangen, wie sieht es zurzeit so aus. Vorab, das hier ist der Heavy Day, also der Heavy Squat Day. Ich habe auch noch einen Heavy Front Squat Day und ihr seht, ich struggle hier übelst krass bei diesem ersten Top-Set mit 365 Pfund, was circa 165 Kilo sein sollten. Und ja, die nächsten Sätze waren um einiges besser. Ich habe mich danach auch auf das Video verlassen, habe gesehen, dass die Ellenbogen nicht getackt waren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war auch sehr unkomfortabel, dort zu squatten. Wie ihr seht, ich muss extrem weit nach hinten laufen, um überhaupt tief zu beugen, weil es eben diese Halterungen auf der Seite hat, die nicht tief genug sind. Und da, wenn man sich da mal angeschlagen hat, wer das schon mal erlebt hat, der weiß, das ist eine richtig dreckige Geschichte. Also wenn das passiert, dann kann das zum Teil sogar zu Verletzungen führen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Deswegen sehr unkomfortabler Squat Day und trotzdem das Beste draus rausgeholt. Und über dieses Thema möchte ich jetzt kurz reden. Was ich in den letzten Wochen jetzt wirklich für mich rausgefunden habe, ist, dass Autoregulation, besonders für Leute, die nicht 100% den gleichen Tag haben immer, einfach das A und O ist. Ich bin lange ohne Autoregulation gefahren. Ich habe lange versucht, immer linear zu progressen etc. Habe jetzt durch dieses neue System, welches ich fahre mit den verschiedenen Wochen und auch häufigeren Deloads schon um einiges mehr rausgeholt und kann auch hier wirklich sagen, dass Autoregulation, und ich erkläre jetzt auch gerade, was das ist für die, die es noch nicht wissen, das A und O ist. Und zwar, es gibt einfach Tage, da seid ihr nicht in der Lage, diese 8 Reps, die ihr euch vielleicht vorgenommen habt, zu beugen. Und wenn ihr das forciert, dann spielt ihr gegen euren Körper. Es gibt mittlerweile sogar Studien, die beweisen, dass Leute, die mit Autoregulation schaffen, auf mehrere Monate bezogen bessere Leistungen vollbracht haben. Also das ist auf jeden Fall erwiesen, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand sollte, was natürlich jetzt auch nicht heißt, dass man komplett drauf scheißen soll und sich da immer die Pussy-Ausrede vorhalten soll. Übrigens als kleine Randbemerkung, meine Freundin squattet hier schon mehr als, ich glaube es sind über 45 Kilo Front Squats. Ziemlich sauber und ziemlich nice für, ich glaube, 8 oder 10 Reps für 5 Sätze. Sie macht momentan wirklich sehr gute Gains. Ich bin sie immer noch regelmäßig am Coachen, gucke, dass sie da die richtigen Übungen macht. Und das läuft auch wirklich bei ihr sehr gut. Mit ihrer Skoliose wie auch bei mir konnte ich da schon sehr viel rausholen. Sehr wichtig für Leute mit Skoliose, dass sie wirklich auch nicht vor Übungen wie Back Squat, Front Squat und Kreuzheben zurückschrecken. Aber jetzt back zum Thema, wenn euch das interessiert, kann ich auch gerne mal ein kleines Video mit ihr machen, mal so ein bisschen zeigen, wie das so läuft, aber ich denke, die meisten wissen es ja schon. Ich habe ja wirklich auch schon vermehrt darauf angesprochen, dass Frauen eigentlich nicht groß anders trainieren müssen als Männer. Jedenfalls, Autoregulation hat jetzt dazu geführt, dass ich zum Beispiel beim ersten Satz nur 6 Reps gemacht habe. Ich hätte 7 gemacht. Ich hätte 7 machen können, ich habe es aber bei 6 gelassen, weil ich nicht gut positioniert war. Es war der erste Satz. Und die nächsten 3 Sätze, die waren um einiges besser. Mit 345 Pfund, also 20 Pfund weniger als Back-Off-Set, konnte ich mich da dann wirklich langsam auch gewöhnen. Auch ich glaube, beim zweiten oder dritten Satz musste ich sogar die Stange nochmal neu repositionieren, weil ihr seht vielleicht, die Stange, die ist ziemlich gebogen schon. Das ist eine alte Stange, vielleicht auch eine nicht so eine gute Stange. Und wenn die jetzt zum Beispiel eine starke Beugung hat und ihr nehmt die falsch, also ihr ladet das Gewicht falsch an, dann kann es sein, dass die euch dann auf dem Rücken noch runter oder nach vorne rollt. Das kann auch beim Frontkniebeugen sehr unangenehm sein. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, jetzt durch das regelmäßige Gymwechseln, dass dicke Stangen fürs Frontkniebeugen sehr suboptimal sind für mich. Also ich brauche auf jeden Fall eine dünne Stange fürs Frontkniebeugen, sonst reiße ich mir fast schon die Haut ab bei meinem Schlüsselbein. Ich habe durch meine Skoliose ein sehr stark ausgeprägtes linkes Schlüsselbein und da ist es sehr suboptimal mit einer dicken Stange zu trainieren. Also einfach, dass ihr jetzt mal jetzt gehört habt von mir, ich bin jetzt seit 3 Wochen in Costa Rica und ich habe wirklich
das Training an zweite Stelle gesetzt. Und zwar nicht, was die Priorität betrifft oder das, die Intensität im Gym, sondern ich habe einfach gemerkt, dass du kannst dich nicht zu krass immer auf alles verlassen. Ich habe zum Beispiel hier über 3 Wochen keine Beinbeugermaschine mehr gefunden, eine gute. Ihr seht jetzt hier, das ist jetzt ihre Positionierung. Ihr seht, die Stange ist nicht richtig gebeugt. Und wenn man sich da zu krass einen Kopf macht, eben jetzt nicht auf Auto-Regulation setzt, meint man muss da immer seine Gewichte hitten. Und ich weiß, es ist jetzt nicht jeder hier ein World-Traveler, der jetzt jeden Tag in einem anderen Gym trainiert, aber auch für viele hier. Ich kenne Leute, die schreiben mir, Misha, ich habe Schichtarbeit, Misha, ich habe unregelmäßige Arbeitszeiten, Misha, ich bin im Allgemeinen sehr stark unter Stress wegen meiner Arbeit und deswegen schaffe ich die Gewichte nicht. Also das könnt ihr 1:1 auf euren Alltag übertragen. Stress, der Körper kann Stress nicht wirklich einordnen. Es gibt auch guten Stress, aber meistens ist Stress für den Körper meistens was Schlechtes. Wir haben zum Beispiel ein Problem gehabt am Flughafen und ich war den ganzen Tag unter Stress deswegen, weil wir fast nicht ins Land reingekommen sind wegen einer Gelbfieberimpfung, die wir nicht hatten. Wir haben es dann am Schluss noch geschafft, aber das hat mich so gestresst, dass ich am Abend im Gym so richtig auf der Fresse war. Also ich habe dann nicht geleistet. Und jetzt zu sagen, dass ich da mit dem Kopf durch die Wand würde, das hätte mir dann langfristig nur Verletzungen oder sogar Overreaching und dann sogar Übertraining zur Folge gehabt, beziehungsweise umgekehrt. Meistens kommen ja die Verletzungen durchs Overreaching und dann irgendwann eben auch Übertraining. Also ihr seht, es ist ein Teufelskreis, wenn ihr euch da erstmal reinbegebt. Und ich bin jetzt bei 8 Jahren Trainingserfahrung offiziell, also ich bin jetzt 26 geworden vor 2 Wochen und habe jetzt offiziell 8 Jahre Trainingserfahrung auf dem Buckel. Und ich kann wirklich sagen, dass sich der Style meines Trainings seit meiner letzten Wettkampfdiät nochmal massiv verändert hat. Also die Tatsache, dass man einfach auf seinen Körper noch ein bisschen mehr hört und eben diese normalen Schwankungen auch berücksichtigt, das ist Gold wert. Also das ist auf jeden Fall Gold wert. Und ich finde auch im Allgemeinen bin ich nicht mehr, also ich selbst habe wirklich das Gefühl, dass diese ganze Reise jetzt gerade, auch wenn man natürlich faktisch gesehen sagen muss, es nicht optimal ist fürs Training, aber mir tut es momentan richtig gut, auch eine neue Perspektive aufs Training zu bekommen. Ich habe zum Beispiel eben dadurch, dass ich keine Beinbeugermaschine hatte, jetzt einfach wieder angefangen mit rumänischem Kreuzheben und bin mittlerweile auch hier wieder sehr stark geworden und habe das Gefühl, dass sich dadurch auch meine Hamstrings wieder ein bisschen entwickelt haben, weil ich einfach sonst fast nie rumänisches Kreuzheben mache, weil ich das Gefühl habe, dass es mir einfach jetzt nicht viel bringt. Aber wenn man dann eben mit dem Gewicht irgendwann wieder stärker wird, ihr seht jetzt hier die Beine, die sehen fleischig aus, die sehen massiv aus und ich habe auch das Gefühl, dass sich mein ganzer Körper immer mehr symmetriert, also immer mehr in die symmetrische Richtung entwickelt. Ich habe mal Fotos gemacht und auch verglichen und einfach gesehen, dass ich früher durch meinen Style, meines Trainings, einfach gewisse Partien viel stärker entwickelt haben als andere. Und mittlerweile, dadurch, dass ich eben die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel gerne mache, es gibt zum Beispiel Übungen, da geht man gerne ans Limit und Übungen, da geht man nicht gerne ans Limit. Und mittlerweile bin ich halt überall gleich auf. Das heißt, ich pushe sie auch nicht mehr beim Seitheben. Und dadurch habe ich wirklich so einen sehr ausgeglichenen Körper bekommen, in meinen Augen. Und auch das Kreuzheben ist wirklich eine Übung, wenn man da mal dran bleibt, dann kann man auf jeden Fall nochmal einen Benefit rausholen. Man muss halt einfach auch damit rechnen, dass man dann halt vielleicht für die isolierten Beinbeugerübungen jetzt nicht mehr so viel Energie übrig hat. Aber wenn man da mal zum Beispiel auch der Broset bei 170 Kilo angekommen ist, dann hat man dann sicher auch einen Benefit davon. Auch was die Glutes betrifft, das ist zum Beispiel auch sowas. Dadurch, dass die Gyms hier meistens sehr suboptimal aufgebaut sind für Hip Thrusts, gibt es jetzt halt einfach immer ein paar extra Rumänians. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Fazit von den letzten 2 Monaten, seit ich unterwegs bin. Less is more auch in diesem Bereich. Das heißt, ich trainiere immer noch 2 aufeinanderfolgende Tage. Upper, lower, mache dann einen Tag Pause. Ich cycle immer noch gleich. Das heißt, ich habe 4 Wochen, also beziehungsweise nicht mal 4 Wochen, aber einfach, wenn man es so will, 4x4 Trainings. Das sind dann 16 Trainings, die ich voll durch starte und dann 4 Trainings Deload. Also das ist so der Zyklus bei mir und diese 4x4 sind dann wieder aufgeteilt in entsprechende Intensitätsstufen. Das heißt, nach der Deload, wie ich das schon mal erwähnt habe, mache ich keine Top-Sets,
und versucht das Gewicht, die Arbeitsgewichte der Hypertrophie-Cycles zu halten. Dann danach, nach der Deload, der zweite Cycle ist dann der Hypertrophie-2-Cycle, der schwere Hypertrophie-Cycle. Und dann zum Schluss der schwere Cycle, den ihr jetzt hier seht. Also schwer ist dann auch immer relativ, das heißt, die erste Übung ist meistens so zwischen 6 und 8 Reps, die zweite Übung dann auch schon zwischen 8 und 10. Also wir reden hier wirklich von kleinen Abweichungen, auch was das Gewicht betrifft. Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, 160 Kilo Kniebeugen ist schon eine ganz andere Hausnummer als 165. Also mit 160 schaffe ich zum Teil 8 Reps, zum Teil sogar 9. Und mit 165 sind es halt einfach gerade mal 6 bis 7. Also es ist schon hart. Wenn man da mal eben auch bei diesen Gewichten angekommen ist, wo man so weiß, auch so ein bisschen, hey, das wird jetzt möglich sein. Und eben, ich bin beim Backsquatten wieder recht stark geworden. Ich denke, noch nicht ganz so stark, wie ich es mal war. Aber dazu werde ich bald ein Video bringen, auch in Bezug aufs Frontkniebeugen, wieso ich zum Beispiel jetzt immer noch nicht beim Frontkniebeugen dort bin, wo ich mal war. Da habe ich eine sehr interessante Analogie auch zum Alltag, die ich euch auf jeden Fall noch erläutern möchte. Also dieses Video wird in den nächsten Tagen aufgenommen. Und sonst bin ich natürlich auch ein bisschen abhängig jetzt von eurem Feedback wieder. Ich weiß, dass es viele Leute hier gibt, die übelst auf die Vlogs abfeiern. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar Danke sagen für die Leute, die mich weiterhin unterstützen, die die Vlogs auf Englisch feiern, die den Content auch so feiern. Und kann auch den Leuten, die es nicht so feiern, halt sagen, dass ich natürlich weiterhin, sofern ich es auch möchte, wieder Trainingsvideos bringe. Das heißt, es ist wirklich so, ich möchte halt einfach nicht dieser 0815 Fitness-YouTuber sein. Ich finde, das hat sich langsam wirklich erledigt. Ich finde, da gibt es auch Leute, die machen ihren Job mittlerweile besser als ich. Der Brostep, der ist da um einiges passionierter und immer noch näher dran. Der reißt auch nicht so viel rum, der hat auch viel mehr Zeit und Energie ins Training zu setzen. Der hat auch noch mehr Ambitionen. Ich bin, wie gesagt, mal für die nächsten 2-3 Jahre pensioniert. Hier seht ihr übrigens noch ich sag's jetzt mal nicht den Perfect Crunch, aber so sollte es in etwa aussehen. Harte Unterlage, auf jeden Fall null Hohlkreuz, komplett starr, also komplett statisch auf dem Boden und eben nicht mit dem Hüftbeuger mithelfen. Mache ich meistens im Supersatz mit Waden, um ein bisschen Zeit zu sparen. Auch da habe ich mit Supersätzen in der letzten Zeit viel Zeit gespart. Also ich bin nie länger als 2 Stunden im Gym mittlerweile, meistens so, ja, 1 Stunde. Und 45 bis 1 Stunde 50 Minuten, wenn wir filmen, 2. Also das läuft. Und yes, sonst würde ich sagen, Leute, gebt mir Feedback, was ihr sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall nach Content bringen in Bezug auf Motivation, in Bezug auf Analogien, Bodybuilding und auch Alltag, Business. Wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall den TED-Talk ab, den ich vor kurzem gehalten habe. Dort rede ich auch so über die ersten Grunderkenntnisse nach ein paar Jahren Bodybuilding, die ich für mich so getroffen habe. Könnte den einen oder anderen noch interessieren, einfach mal googeln, Michael Janitz TED, dann werdet ihr das finden. Yes, Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben. Show me some love. Thanks for watching und bis zum nächsten Mal. Peace out.